Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es das statistische Nutzungsverhalten, also meine Favoriten. Und zwar vom Monat Januar, also der erste Monat im Jahr 2016. Und es sind diesmal eher Lifestyle-Favoriten, muss ich zugeben, weil es kaum Schminke gab, die ich in diesem Monat benutzt habe, die ich nicht schon im letzten Video gezeigt habe. Und ich hatte, glaube ich, bestimmt mindestens 2,5 der Januarwochen oder noch mehr Tage. Ich würde fast behaupten, dass ich 80% aller Tage im Januar komplett ungeschminkt war. Deswegen macht es einfach nicht so viel Sinn, euch da was als Favorit zu präsentieren, wenn ihr es sowieso schon dreimal gesehen habt. Fangen wir einfach mal an mit den Sachen, die noch am ehesten in die Richtung Beauty gehen. Den Duschschaum, den ich wirklich jedes Mal benutzt habe, wenn ich geduscht habe, ist dieser hier von Rituals. Der heißt Yogi Flow und ist die Duftrichtung Indian Rose und Sweet Almond Oil. Und der riecht wirklich total gut, nicht direkt erfrischend. Also wenn ihr eher so jemand seid, der zum Aufwachen ein bisschen was Fruchtiges, Kräftiges, Frisches braucht, dann ist das vielleicht nicht das Richtige für euch. Aber das ist eher so ein Produkt, was so diesen Wellness-Charakter unterstützt. Und was ich an dem sehr gut finde, ist, dass man ihn auch gleichzeitig mit als Rasierschaum verwenden kann. Das mache ich zumindest. Und so spare ich mir dann unter der Dusche quasi ein Produkt, was dann da nicht rumsteht und was ich auch nicht kaufen muss. Und das finde ich eigentlich ziemlich praktisch. Dann auch nach dem Duschen jedes Mal eigentlich verwendet und fast leer ist diese Body Cream, Body Lotion von Roger und Gallet. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Das ist auf jeden Fall eine französische Marke und es ist fast leer. Und der wiederum riecht etwas mehr nach Rose, ein bisschen blumiger und versorgt die Haut wirklich mit sehr, sehr viel Feuchtigkeit. Also es ist nicht wie so eine typische Bodylotion aus einem Pumpspender, die sehr flüssig ist, sondern es ist tatsächlich von der Konsistenz her auch viel dickflüssiger. Und ich mag das wirklich sehr gerne, vor allem abends benutze ich die eigentlich fast immer. Ich bin auch eher so der Abendsduscher, dass ich dann ausführlich dusche, mich eventuell rasiert habe und dann relativ dick noch mit dieser Bodylotion oder Creme eben eincreme, auch dann viel Zeit habe, die einziehen zu lassen, weil ich danach auch meistens eher so Loungewear, Schlafanzug und so weiter drüber ziehe und nicht irgendeine enge Jeans oder so. Und das ist dann sehr, sehr angenehm. Dann noch ein weiteres Produkt und zwar ist das Rosenwasser. Habe ich über den Shop Big Green Smile bekommen. Es war ein Sampling und viele wissen ja, dass ich schon sehr lange Rosenwasser eben so als Tonic benutze. Man hat es mir auf der Reise nach London, auf der letzten Reise mit dem Flugzeug nach London abgenommen, weil in meinem Fläschchen, was ich da dabei hatte, noch zu viel drin war und die dann meinten, beziehungsweise es war nicht zu viel drin, aber das Fläschchen war zu groß und die meinten dann, das geht irgendwie nicht. Und ja, ich war ziemlich enttäuscht damals, weil ich dann das gute Rosenwasser dort wegschütten musste. Ich dann nämlich darum gebeten hatte, dass ich diesen Flakon, es war aus Plastik, aber halt mit so einem Pumpspender, für den man auch immer extra zahlt, in diesem Bioladen, wo ich das immer gekauft hatte, dass ich den halt wieder mitnehmen darf. Und das war jetzt natürlich trotzdem weg, das Produkt. Und deswegen war ich ziemlich, ziemlich froh, dass ich das dann zugeschickt bekommen habe und damit in irgendeiner Weise einen Ersatz dafür hatte. Und auch hier muss ich sagen, finde ich, dass es sehr, sehr erfrischend ist. Vor allem auch, wenn man zum Beispiel nach dem Duschen zur Hautirritation neigt. Bei mir ist es so, ich habe eine relativ empfindliche Haut. Vor allem, was irgendwie solche Einflüsse wie Chlor oder zu heißes Wasser und so weiter anbelangt. Weil meine Haut auch, glaube ich, sehr dünn ist. Und jedes Mal nach dem Duschen war ich trotzdem im Winter viel zu heiß für meine Verhältnisse. Dusche habe ich viele rote Flecken. Und ich habe das Gefühl, wenn ich das dann danach benutze, dass es dann auch alles viel besser und viel schneller wieder abflacht und sich meine Haut dadurch wieder ein bisschen mehr beruhigt und normalisiert. Ja, dann habe ich noch zwei Zahnpflegeprodukte. Und zwar habe ich hier die Oral-B Zahnbürste, eine elektrische Zahnbürste von Braun. Und ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber mir sieht die immer unglaublich schlimm aus, obwohl ich die wirklich jedes Mal versuche zu reinigen, so ein bisschen zumindest, nachdem ich sie benutzt habe. Ich habe meine Zahnbürste vergessen zu Hause, als ich das letzte Mal von Stuttgart nach London zurückgekehrt bin. Und war dann erstmal so, verdammt, was mache ich jetzt? Wollte mir dann schon eine neue kaufen und dann hatte ich tatsächlich noch eine Benachrichtigung hier schon im Briefkasten und habe dann diese Zahnbürste zugeschickt bekommen. Upsala. Und auch wenn ich mich sonst wahrscheinlich jetzt erstmal über der Zahnbürste nicht mega gefreut hätte, war das in dem Moment das Allergrößte für mich, weil ich so froh war, dann doch sofort eine Zahnbürste zu haben. Also Zähneputzen ist einfach unheimlich wichtig und ich war dann einfach froh, dass dieses Teil quasi hier schon auf mich gewartet hat.
Und ich habe immer so Phasen, wo ich zwischen elektrischer Zahnbürste und Handzahnbürste switche. Und gerade war ich mal wieder in so einer Handzahnbürstenphase. Und ich hatte schon öfter auch von Oral-B elektrische Zahnbürste und war eigentlich immer sehr, sehr zufrieden. Nur manchmal, wenn man gerade viel unterwegs ist, Probleme hat mit Akku, mit dem Stecker und so weiter, dann sind manchmal Handzahnbürsten doch gerade für Leute, die viel reisen, ein bisschen praktischer. Die packt man einfach ein, die ist ein bisschen kleiner. Man muss sich nicht um den Akku kümmern. Ich war gerade die ersten paar Male, nachdem ich die benutzt habe, wieder so überzeugt, weil es einfach doch kein Vergleich ist, wie sauber die Zähne sind, wie die sich danach anfühlen. Dann noch ein Produkt, von dem ich sehr, sehr überzeugt bin, auch aus Deutschland, und zwar die Meridol Mundspülung. Das ist gerade aus einem Paket, was mich heute erreicht hat, also noch nicht benutzt. Nämlich hat mein Papa mir 2-3 Flaschen besorgt in der Apotheke und mir diese zugeschickt, weil ich hier keine Mundspülung bisher gefunden habe, der ich in dem Sinne vertraue oder die ich so gut finde wie diese hier. Und ja, ich glaube, das sagt schon einiges darüber aus, dass ich sie mir zuschicken habe lassen, also von meinem Dad. Vielen Dank dafür. Ja, dann habe ich noch ein weiteres Produkt, ein Nagellack. Und zwar ist das von Chanel Perigord. Ein sehr limitiertes Stück, was jetzt auch ein bisschen traurig ist, aber Catrice hatte immer lange ein Sortiment, der so einen ähnlichen Farbverlauf hatte. Ich habe dazu auch einen Blogpost geschrieben, den verlinke ich euch unten in der Infobox. Und das ist einfach ein grün-goldton, ein bisschen inspiriert von dem Auge einer Libelle oder von einer Pfauenfeder. Und ich finde ihn einfach ziemlich einzigartig. Der wirkt auch teilweise sehr gold auf den Nägeln. Also ich finde, er würde auch zu dem Outfit heute ganz gut passen. Und ich habe einfach meinen kompletten Stash an Beauty-Sachen beziehungsweise mein kleines Beauty-Repertoire, was ich hier noch habe, durchgewühlt und versucht, mal neue Farben zu finden, die ich schon länger nicht verwendet habe. Und da ist der eben dabei rausgekommen. Gleiches gilt auch für ein Parfum, und zwar von Comme des Garçons. Das ist das mit diesen 3 Achtern drauf in Gold. Und ich habe ja sehr viele Düfte von dieser Marke und mag die eigentlich alle gleichermaßen gerne, habe aber den einen oder anderen, der eher so mein Signature-Duft ist. Und den habe ich meistens zum Mischen genommen. Das ist der frischeste, den ich habe. Ich kann euch überhaupt nicht beschreiben, wie das riecht. Also wirklich überhaupt nicht. Ich rieche es nochmal dran. Ich werde auf jeden Fall in dem Post, den es auch zu diesem Video auf dem Blog gibt, werde ich mal eine Duftbeschreibung reinkopieren. Die Düfte sind ja alle eher ein bisschen unkonventionell und teilweise ein bisschen schwerer. Viele auch mit Weihrauch zum Beispiel oder mit Pfeffer oder mit anderen Komponenten, die jetzt auch nicht so weiblich sind. Das sind auch meistens Unisex-Düfte oder können als Unisex-Düfte getragen werden, also auch von Männern. Und wie gesagt, es ist eher noch der leichteste Duft, den ich von Comme des Garçons habe und kenne. Aber es ist auf jeden Fall kein blumiger Duft oder kein fruchtiger Duft. Es ist jetzt auch nicht so stark weihrauchlastig wie zum Beispiel Wonderwood oder der Avignon, den ich euch schon oft gezeigt habe. Aber auf jeden Fall ein sehr interessanter Duft, auf den man auch auf jeden Fall angesprochen wird. Also wenn ihr auf der Suche nach sowas seid, dann kann ich euch den nur empfehlen. Dann noch ein etwas komischer Favorit, und zwar ist das dieser Teekessel. Den habe ich uns zum Einstand in dieser Wohnung selber gekauft, zu Weihnachten sozusagen. Und zwar ist der von Alessi. Heißt T-Rex das Modell, ist so ein limitiertes Modell von denen, glaube ich, auch zu irgendeinem Jubiläum. Und es ist einfach ein Teekessel, also wo ihr Wasser, einfach ein Wasserkessel, wo ihr Wasser aufsetzen könnt auf dem Herd. Dann kommt jedenfalls hier so eine Art Dampffontäne raus, wenn das Wasser eben fertig ist und es pfeift. Und das passt ja ganz süß eben hier zu diesem kleinen Drachen, der da auch in Kupfer bzw. Roségold drauf ist. Und es war natürlich einfach ein ziemlich teures Teil, aber auch etwas, glaube ich, was man sich nur einmal kauft. Ja, und jetzt gucke ich mich mal um. Es gibt noch einen allerletzten Favoriten, der auch ziemlich random ist. Und zwar ist das dieses kleine Teil hier. Das habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen von der lieben Isabella. Also ich spreche von dem Ständer, aber eigentlich ist beides mein Favorit. Zum einen die Tillandsie, die da drin ist, die habe ich schon länger. Das sind ziemlich coole Luftpflanzen, die eigentlich fast keine Pflege brauchen. Die brauchen eigentlich nur ein bisschen Wasser. Sei es, ihr bezieht es aus der Luft oder ihr weicht sie vielleicht einmal in der Woche, wenn überhaupt ein. Ich glaube, ich habe die fast noch nie eingeweicht und die sieht immer noch gut aus. Ich habe sie schon 1-2 Mal eingeweicht, aber ihr wisst, wie ich meine. Und dieser Ständer, den konnte man sich so selber zusammenbauen. Ich kann euch gerade leider nicht sagen, woher der ist, weil ich ihn geschenkt bekommen habe.
Ich werde aber vielleicht für dieses Video fragen, ob sie mir sagen kann, wo das war, damit ich euch das unten verlinken kann, beziehungsweise eben auf dem dazugehörigen Blogpost. Und ich finde, es sieht ziemlich cool und elegant aus. Sie hat mir noch einen zweiten geschenkt, den man aufhängen kann. Finde ich auch sehr cool, nur habe ich leider bei mir in der Wohnung gerade noch keinen Platz gefunden, wo ich das gut machen kann. Aber ich kann mir das gerade so nebeneinander eigentlich sehr, sehr gut vorstellen. Ja. Das waren dann auch schon meine Favoriten für diesen Monat. Ich weiß, etwas eine ungewöhnliche Mischung von Zahnpflegeprodukten bis Wasserkessel, aber hey, so ist das nun mal manchmal. Es würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir unten in den Kommentaren mitteilt, was denn eure vielleicht auch sehr komischen Favoriten diesen Monat waren. Ja, und was auch ganz, ganz cool wäre, wären Videowünsche und Videoideen. Die letzten Videos sind ja total gut bei euch angekommen, die so ein bisschen lifestyleiger waren, also gerade das in Richtung Meditation und Achtsamkeit und so weiter war ja auch immer ein ganz gutes Thema. Me-Time, Essen, vegane Rezepte. Also lasst mich einfach gerne wissen, was ihr da gerne noch sehen möchtet. Und dann sehen wir uns ganz, ganz bald, hoffentlich mit einem Videowunsch von euch wieder. Bis dahin, tschüss!